Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um das Thema Wochenbett gehen, aber unter Corona-Bedingungen oder auch in Quarantäne. Das sind ja wirklich ganz besondere Voraussetzungen, die gerade gelten. Und es gibt natürlich auch schon Frauen, die jetzt empfunden haben und diese Erfahrung machen. Das Wochenbett ist einfach anders. Und genau deshalb habe ich mir jemand eingeladen, die liebe Zoe, die das schon erlebt hat. Vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen. Ich bin Zoe, ich bin 23 Jahre alt und habe am 16.11. meine Tochter zur Welt gebracht. Genau, und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und darauf gehen wir jetzt ein. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, wir haben mit Zoe schon ein Video gedreht und zwar über ihren Geburtsbericht quasi unter Corona-Bedingungen. Den Link tue ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung, also schaut da gerne rein. Und ich würde dann direkt mit der ersten Frage starten und zwar, wie waren die ersten Tage in der Klinik unter diesen Voraussetzungen, Bedingungen mit deiner Tochter? Also ich habe am Montagabend entbunden und am Dienstag, morgens habe ich direkt zu denen gesagt, dass ich gerne nach Hause möchte zu meiner Familie, da mich ja auch keiner besuchen durfte. Und dann haben die gesagt, ja, sind Sie sich sicher? Und ich meinte so, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach Hause möchte. Und dann haben sie meine Tochter nochmal angeschaut, ob alles in Ordnung ist. Und dann sind wir nachmittags nach Hause gefahren. Also das heißt, du hast spät abends entbunden und ihr wart wirklich nur eine ganz, ganz kurze Phase da? Ja, wir waren ganz kurz da. Und wurden dann noch Untersuchungen gemacht bevor? Also wurde noch irgendwie die U2 gemacht oder wurde noch ein Hörtest gemacht? Nee, oder also einen sowas? Hörtest wollten sie machen, aber sie war zu unruhig, dass sie das nicht richtig machen konnten. Und dann habe ich den Hörtest beim HNO-Arzt nachgeholt. Ja, ich kann das gut verstehen. Also ich würde auch meine Angehörigen, meine Familie, meine Kinder, meinen Mann vermissen. Also kann ich das gut verstehen, dass du dann auch gesagt hast, nee, ich möchte jetzt lieber nach Hause gehen. Lagst du denn alleine oder lagst du noch mit jemand zusammen? Achso, nein, ich war die ganze Zeit alleine im Zimmer. Das war der Vorteil, würde ich sagen, weil man hatte niemanden dort. Ja. Als kurze Vorinfo vielleicht noch, Zoe wurde in der Klinik quasi unter der Geburt positiv getestet, Corona, im Nachgang aber im dritten Test dann negativ getestet, war aber deswegen auf Station erst in Isolation. Die Isolation wurde dann aufgehoben, aber ihr Mann musste in Quarantäne und konnte sie deswegen auch nicht besuchen. Gut, Besuch ist ja sowieso momentan nicht möglich, aber es konnte halt niemand kommen. Nur als kurze Vorinfo, aber schaut euch den Geburtsbericht auch gerne nochmal an. Ja, dann noch eine super spannende emotionale Frage. Wie war das erste Zusammentreffen von dir, deinem Mann und eurer Tochter? Weil er hat sie ja dann das erste Mal in live quasi gesehen. Ja, also mein Mann hat dann mit dem Gesundheitsamt telefoniert, weil ich ja dann doch negativ getestet worden bin. Dann durfte er nach langem Gerede, durfte er endlich aus der Quarantäne raus, hat uns abgeholt und hat uns dann beim Kinderarzt in der Klinik getroffen. Mhm. Und dann hat er sie halt zum ersten Mal gesehen und der Arzt hat dann halt gefragt, warum schauen Sie denn so die ganze Zeit? Und mein Mann so, ja, weil ich nicht dabei war, ich sehe sie jetzt zum ersten Mal. Und er so, okay, warum das denn? Und meinte sie, ja, sie war doch Corona-positiv getestet worden. Und dann war er halt auch ganz schön schockiert, war er, dass er halt nicht dabei sein durfte bei der Geburt. Das ist auch krass, oder? Wenn man dann so aufeinander trifft und dann so, ja, das ist kleine Tochter. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch sehr emotional war oder da die ein oder andere Träne geflossen ist. Einem fehlen ja doch dann einfach so ein paar Stunden. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die nächste Frage. Eure Geburt ist jetzt ungefähr 4 Wochen her. Das heißt, du bist jetzt 4 Wochen Mama. Ja. Wie findest du das Mama-Leben? Ist es eher anstrengend oder ist eure Tochter total leicht und macht es euch einfach leicht? Also morgens und vormittags bis zum Abend ist sie relativ ruhig, möchte nur ein bisschen trinken und dann halt wieder schlafen, aber abends so ab 8. Das hört sich entspannt an. Ja. So ein Kind möchte ich auch. Aber dann ab 18 Uhr möchte sie unsere volle Aufmerksamkeit, schreit ganz typisch, viel, möchte nur auf den Arm getragen werden, herumgelaufen. Und dann ist sie bis so 23 Uhr sind wir halt voll in Action. Ja, gut beschäftigt. Ne? Ist so ganz typisch, dieses abendliche Schreien. Also ihr hört es nochmal, es geht allen so. Es kippt immer ab 5, 6. Meistens finden sich die Kinder dann irgendwann zwischen 9 und 11. Und dann fallen sie so in eine Tiefschlafphase und dann geht's. Ne? Aber das ist wirklich bei allen so. Es ist überall gleich. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ist auch noch bei meinen großen Kindern so toll. Auch eine super interessante Frage. Stillen, ja oder nein? Wie war es bei euch? Also ich habe versucht zu stillen, habe meine Milchproduktion mit einer Milchpumpe angeregt. Alle 2, 3 Stunden
schwierig, wenn man dann unterwegs ist. Dann hat man vorher und dann danach abgepumpt, weil sie wollte leider nicht so richtig an der Brust trinken, hat so 2-3 Minuten an der Brust getrunken und dann hat sie halt richtig, richtig geschrien und dann habe ich halt zugefüttert und jetzt so nach 4 Wochen gebe ich ihr nur noch die Prämilch, weil das hat einfach, für mich ist es zu anstrengend und für sie ist es auch zu anstrengend. Ja. Deswegen haben wir uns für die Prämilch entschieden. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das Pumpen ist super anstrengend. Mhm. Man unterschätzt das immer am Anfang und dieses alle 2-3 Stunden Pumpen schränkt halt auch extrem ein. Hut ab vor den Frauen, die das durchziehen, aber ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, nee, das funktioniert so nicht. Ja. Und was ich auch super gut nachvollziehen kann, ist, dass das einfach so frustig ist, wenn das Baby so an der Brust schreit. Also mein Letzter hat das auch gemacht, der hat auch nie richtig gut aus der Brust getrunken und hat die Brust dann auch angeschrien. Das hat mich halt auch total fertig gemacht. Das ist dann irgendwie, und dann denkt man, nee, ich will dich auch nicht quälen. Und genau, richtig. Dann halt die Flasche und dann reguliert sich das natürlich von alleine runter. Aber bist du fein jetzt damit auch? Ja, alles gut. Dann wieder eine Corona-spezifische Frage. Besuch ja oder nein? Wie handhabt ihr das oder wie habt ihr das gehandhabt unter diesen Bedingungen? Also unsere Freunde sind alle zur Tür gekommen und dann sind sie da stehen geblieben, haben uns unsere Geschenke gebracht für unsere Tochter. Aber reingelassen haben wir sie dann nicht die ersten Tage. Und zu meinen Großeltern sind wir auch nur gefahren und haben uns die Fensterscheibe angeschaut. Also von außen? Ja, genau. Ja, richtig. Krass, okay. Ja. Ja. Anders geht das ja momentan leider nicht. Aber meine Eltern kommen zu Besuch. Also ja. Aber man sollte halt nicht alle reinlassen, wenn man nicht weiß, wo die Tage waren. Ja klar, man muss natürlich wahnsinnig aufpassen und sich irgendwie versuchen, an die Regeln zu halten. Aber jeder macht das halt auch unterschiedlich. Deswegen finde ich das so eine super interessante Frage. Es gibt viele, die sagen, nein, wir machen jetzt 2 Wochen, darf gar keiner kommen. Auch damit wir niemanden anstecken, weil meine Eltern sind zum Beispiel Risikopatienten oder wie auch immer. Oder wie jetzt vielleicht bei deinen Großeltern, wenn du sagst, nur vor der Fensterscheibe sind das auch Risikopatienten. Genau, also mein Opa ist leider krebserkrankt und deswegen durften wir nicht rein oder er durfte nicht zu uns. Deswegen haben wir ihn im Garten besucht. Ja, aber schön, dann hat er die Kleine auch gesehen und daran erfreuen die sich ja auch total. Ja. Aber es ist schon eine Herausforderung, finde ich, oder? Unter diesen Bedingungen. Also es ist ja anders als sonst. Ne? Man denkt ja so, ja, dann ist mein Baby da und dann kommen alle und man ist ja auch stolz und möchte das gern zeigen und dann funktioniert das alles nicht so, wie man möchte. Ist schon auch schwierig. Aber die Zeit kommt, dann werden sie alle sehen. Das glaube ich auch, wenn der Sommer kommt. Ja. Und die letzte abschließende Frage. Wie unterstützt sich dein Mann jetzt mit der Kleinen? Also er war nach der Geburt 3 Wochen zu Hause. Da hat er mich sehr unterstützt, hat die Windeln gewechselt, hat sie dann mit der Flasche gefüttert. Das ist halt auch ein Vorteil mit der Prämilch, dass er auch sie füttern kann. Und jetzt ist er auch wieder zu Hause. Jetzt aktuell ist er alleine mit dir zu Hause. Jetzt gerade, wo wir hier sind, ist er alleine mit dir. Richtig. Klar. Das ist aber auch stark, ne? Ich meine, sie ist 4 Wochen alt. Viele trauen sich das auch nicht. Also finde ich auch bewundernswert, muss ich schon sagen. Ja, er plant schon den ersten Urlaub mit dir alleine, ohne mich. Wo musst du dann hin? Ich darf zu Hause bleiben. Ja, ist auch nicht das Schlechteste. Nein, finde ich auch. Also er unterstützt dich richtig und steht auch nachts auf. Also. Schön. Ja, aber das ist schön zu hören. Darüber freue ich mich immer wahnsinnig, weil ich finde, die Männer können das genauso gut wie die Frauen und man sollte ihnen einfach auch mehr zutrauen. Und ja, ich finde das gut. Ja. Schön. So, das war unser Video zum Wochenbett unter Corona-Bedingungen oder Quarantäne-Bedingungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch ein Wochenbett erlebt habt unter Corona-Bedingungen oder vielleicht in Quarantäne, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schreibt uns eure Erfahrungen, schreibt uns eure Fragen, dann können wir das vielleicht auch in einem nächsten Video nochmal verwenden. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann und danke, liebe Zoe. Gerne.